Hallo, ich stehe hier und mache etwas. Was trinken. Sonst wird es ja nicht in Social Drinking stehen. Und ich brenne voll darauf, das jetzt zu trinken. Deswegen brauche ich jetzt natürlich einen Durstlöscher. Gott, war das ein cooler Gag, oder? Ich meine, das war einer meiner besten Gags überhaupt bisher. Ja, also Durstlöscher, Eistee. Mit Energy-Geschmack. Da gibt es verschiedene Sorten, habe ich gesehen gehabt. Und haben wir gedacht, nehmen wir doch mal die spektakuläre, die nach Energy schmeckt. Wie schmeckt wohl Energy? Keine Ahnung. So, nach Kaugummi normalerweise, wenn es nach Red Bull geht. Aber das ist ja ein Eistee. Hier, dieser coole rote Tiger hat einen Trinkhalm und kein Taurin. Ganz wichtig, kein Taurin. Ganz toll. Da steht ein 1 dran. Wo steht die Erklärung zu der 1? Ja, da steht dann nochmal hinten. Okay, das kommt hier dann. Ja, also ich habe es gekauft im Action. Ich dachte, das ist eine Action-Marke. Aber ich meine, ich hätte das Ding anderswo jetzt auch noch gesehen. Hier ist der Trinkhalm dabei. Fällt mir gerade auf. Ist das eigentlich Plastik? Darf man es heute überhaupt noch verkaufen? Oder sind das halt Restposten? Kein Schimmer. Ein halber Liter ist es. Sieht eigentlich fast nicht so aus. Ist es aber wohl. Im Kühlschrank war es. Das hat Kalorien. 42. Naja, ganz normal. Also, es ist ein Erfrischungsgetränk mit Schwarzteeextrakt und Energy-Geschmack. Ja, angereichert mit Vitaminen. Enthält weder Taurin, Glucuronalacton noch Inosit. Spannend. Also, was ist drin? Wasser, Zucker, Säugungsmittel, Zitronensäure, Schwarzteeextrakt, 0,06%. Aroma, Farbstoffe, ganz viele Farbstoffe, Ammoniak, bla, Zuckerlikör. Chemie, 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 Chemie. Vor dem Öffnen bitte schütteln. Gut, gute Idee. Schön, dass ich es noch gelesen habe. Interessant. Schütteln. Ach, oh, da liegt er jetzt aber echt. Mein Dicke liegt immer noch da. Also, wie man. Das war jetzt Continuity-Fehler. Ich sollte nicht sagen, immer noch, weil ich vorhin schon ein Video aufgenommen habe. Aber ich meine, wer das noch nicht gemerkt hat, dass die Dinge hier nicht alle separat an verschiedenen Terminen entstehen. Der hat dann wirklich nicht aufgepasst, aber ist ja auch egal. Also, habe jetzt geschüttelt genug? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich werde auch nachher was in mein Luxusglas kippen, damit wir mal die farbliche Zusammensetzung analysieren können. Aber jetzt, wenn da ein Strohhalm dabei ist, dann probieren wir es erstmal. Hier ist auch ein Loch für den Strohhalm. Was steht hier noch? Mixkarton. Tetrapack. Achso, ganz wichtig natürlich auch. Unbedingt, ganz wichtig, ist es vegan. Also moralisch unbedenklich auch noch. Wow. Also gut, es ist wahrscheinlich Chemie, aber Hauptsache vegan. So. Oh, das ist ein stoffiger. Papieriger. Das ist ein Papierröhrchen tatsächlich. Ich habe ja auch noch nie in der Hand gehabt, so ein Ding in Papier. Das, ja gut, warum auch nicht? Wenn es stabil genug ist. Also, ganz wichtig, pieksi. Jetzt pieksen wir in dieses gut geschüttelte Ding ein. Hat funktioniert. Die Penetration hat erfolgreich funktioniert. Gut. Jetzt ist der Bumsi, kriegt wahrscheinlich gerade ekstatischen Anfall wegen der Wortwahl, aber ist egal. Gut, also einen Zug, den ersten vorsichtigen Zug nehmen. Also schmeckt interessanterweise ein bisschen, fühlt sich an wie Tee, schmeckt aber ein bisschen nach Kaugummi. Nach Gummibärchen. Also tatsächlich nach Energy. Ja, doch. Ich finde, das kommt einer Bezeichnung wirklich relativ klar. Na, Eistee und Energy-Geschmack. Kann man. Bah, ich habe hier noch was vom letzten Experiment im Mund gehabt. Kann man sagen, das trifft es ganz gut. Schmeckt nicht schlecht. Nicht so. Also dieser Tee, die Teekomponente negiert ein bisschen das typische Energy-Plastikgefühl. Vielleicht liegt es auch am fehlenden Taurin, das kann schon auch sein. Hier steht ja nur Geschmack, nicht mit Energy-Wirkung. Wichtig. Das Trinkröhrchen ist ein bisschen anstrengend, aber es geht schon. Aber jetzt werden wir mal gucken, ob ich hier ein bisschen Farblehre beschreiben kann.
Das sieht man jetzt nicht, weil ich die Kamera so blöd hingestellt habe. Hier. So, so sieht's aus. Ein güldener Tee. Ein bisschen Kamillentee mäßig, ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Kann man so natürlich auch trinken. Aber so, das ist uncool. Wenn es so eine Tüte ist, dann hat man es zu zuzeln. Jawohl. Oder auch nicht, aber es rausbringen, der Flüssigkeit alleine ist auch nicht weniger anstrengend, wenn man es rausdrücken muss. Ne, ich muss sagen, der ist geil, schlecht. Eben weniger Energy Drinkig, aber fühlt sich trotzdem ein Stück weit danach an. Jo. Mal gucken, vielleicht probiere ich mal andere Sorten auch noch. Was mir jetzt auch ein bisschen ist, das Ding hat keinen Namen. Das heißt einfach Durstlöscher. Ich meine, das ist der Name scheinbar. Aber ich wundere mich ein bisschen, dass man sowas machen kann. So eine. Das klingt so wenig nach Eigennamen, finde ich. Von der Firma Visagold. Aha. Riha Visagold, wie auch immer. Tetrapack steht da noch drauf. Ja, mehr Infos gibt es dann nicht. Also, es ist schon sehr wenig Infos irgendwie. Mindestens haltbar, oh, der hält ewig. Bis Mitte 2022 wäre es gegangen. Also gut über ein Jahr zum Kaufzeitpunkt. Oder ungefähr ein Jahr. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ja. Ja, kann man machen. Was soll ich sonst noch sagen? Nicht viel eigentlich. Also, was steht hier noch? Schützt, was gut ist. Tetrapack. Aha, so, so. Ja, also, der rote Tiger. Oh, das ist ein Bär. Warte mal, es könnte auch ein Bär sein, oder? Na, ist schon Tiger. Also, ist der rote Tiger hier oder was oder sonst was, der ist nicht schlecht. Bevor ich mich jetzt aber zu Ende zuzle, komme ich hier erstmal zum Ende. Wie gesagt, das hier ist nicht schlecht. Ich glaube, es war mein erstes Eistee-Experiment. Nicht 100% sicher, könnte aber gut sein. Egal. Ja, das war mal eine angenehme Überraschung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.